Hallo zusammen, ich bin Eleni. Ich arbeite an der Uni Zürich bei der School for Transdisciplinary Studies. Wir vermitteln sogenannte transdisziplinäre Lehrangebote, wo Studierende aus allen Fakultäten besuchen können. Ich begleite die Entwicklung dieser Lehrveranstaltungen und bin vor allem für den studienadministrativen Prozess zuständig, zum Beispiel das Vorlesungsverzeichnis oder auch, dass der Besuch dieser Lehrveranstaltungen dann auch wirklich angerechnet wird am jeweiligen Hauptfach der Studierenden. Und ich bin zu 80% angestellt, das heisst, ich arbeite vom Montag bis am Donnerstag und darf mir den Freitag frei nehmen. Ich kann mich erinnern, dass mein älterer Bruder damals, als ich noch im Gymnasium war, zu mir gesagt hat, es gibt zwei Arten, wie du dich für ein Studium entscheiden kannst. Entweder du überlegst dir schon mal, was du später beruflich machen willst und suchst dir dann ein Studium aus, das dem entspricht und dort anführt. Oder du wählst dir ein Studium aus, wo du vom Thema her jetzt schon grossen Spass daran hast. Auch wenn du vielleicht noch nicht ganz genau weißt, was du nachher beruflich damit machen wirst. Ich habe mich für den zweiten Weg entschieden und somit auch für die deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft, weil mir das Fach einfach im Gymi schon sehr viel Freude bereitet hat. Und ich habe es dann auch kombiniert mit dem Nebenfach Populäre Kulturen, wo mir ebenfalls grosse Freude bereitet hat. Ich würde sagen, der reflektierte und an jeweiligen Kontext angepasste Umgang mit der deutschen Sprache. Sowohl in schriftlicher Form, ich durfte sehr viel Arbeiten schreiben während dem Studium, aber auch in der mündlichen Anwendung der deutschen Sprache. Das durfte ich während der Referate trainieren, die ich in meinem Studium halten durfte. Und überhaupt all die Fähigkeiten, die ich beim Vorbereiten von Leistungsnachweis erworben haben. Die sind auch sehr wertvoll für meinen Beruf, zum Beispiel kritisches Denken oder kritisches Lesen, den Kern von einer Sache erfassen, lösungsorientiert arbeiten, mich selber organisieren, aber auch wissen, wo ich mir das nötige Wissen herhole. Ich wollte nach meinem Masterabschluss im Bildungsbereich bleiben, insbesondere im universitären Hochschulbereich, weil mich einfach die Atmosphäre an der Uni während dem Studium sehr fasziniert hat. Und ich habe mich dann auch auf so Stellen beworben, wo eine wissenschaftliche Mitarbeiterin oder eine Projektmitarbeiterin an einer Universität oder an einer Hochschule gesucht worden ist und habe meine Suche auch ein bisschen ausgeweitet. Und so bin ich als allererstes nach dem Abschluss an der Universität St. Gallen gelandet. Ich durfte dort auch den Kontakt mit Bildungsthemen und an einer Universität schätzen lernen. Und das hat mir sehr gefallen. Ich bin dann schlussendlich nach einer zweiten beruflichen Station an der Fachhochschule in St. Gallen, bin ich aber jetzt schlussendlich wieder in Zürich, in meiner Heimatstadt gelandet und an meiner Heimatuniversität. Und ich habe auch vor, sehr lange da zu bleiben. Ich erinnere mich mit einem sehr wohligen Gefühl zurück an mein Studium. Ich habe vor allem in den Seminaren mich wirklich immer als Teil der Gruppe gefühlt. Und die Lehrpersonen waren sehr zugänglich gewesen. Man konnte viele Fragen stellen und ich habe auch immer das Gefühl, in den Diskussionen sind die Beiträge der Studierenden auch immer ernst genommen worden. Ich habe mich auch speziell an das Thema Werbekommunikation erinnern, das mich sehr gepackt hat. Das war gegen Ende des Studiums, im Masterstudium, weil das einfach auch etwas war, das mir im Alltag immer begegnet ist. Und das Thema hat mich dann so gepackt, dass ich dann aus dem aus meine Masterarbeit in der Werbekommunikation geschrieben habe. Und eine Erinnerung, die ich sehr gerne immer wieder zurückdenke, ist der Moment, wo ich meine letzte Masterprüfung absolviert habe und mir dann bewusst wurde, ich habe es durchgezogen.
Ich würde euch empfehlen, neugierig zu sein, offen zu sein, auch mal über den eigenen Tellerrand zu schauen und einfach generell eine offene, neugierige Haltung einzunehmen. Und ich würde vor allem auch relativ früh im Studium anfangen, mir überlegen, wo möchte ich später beruflich hin und dann eventuell dort schon mal reinschnuppern, vielleicht in Form von einem Nebenjob während dem Studium oder auch ein Praktikum.